Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem historischen Tag auf meinem Kanal NoTime MMA. Ich habe für euch etwas Geisteskrankes vorbereitet. Und zwar hatte ich die Möglichkeit, jetzt mit Alex Pereira für euch ein Interview zu machen mit deutscher Übersetzung. Ja, das heißt, ihr könnt euch das ganz entspannt anhören. Es sind sehr, sehr viele krasse Themen aufgekommen. Darüber sprechen wir in diesem Video. Ja, was soll ich sagen? Danke an jeden Supporter. Seit über 3,5 Jahren mache ich die Videos jeden Tag ohne Off-Day. Und jetzt habe ich einfach einen Champion interviewt aus der UFC, der größten Organisation der Welt. Das ist als erster deutscher Reporter eine große Ehre. Dankeschön nochmal an dich, Alex. Das ist eine sehr, sehr geile Sache. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Supportet mich, Freunde. Teilt das Video, sprengt den Like-Button. Und ja, wenn ihr mich weiterhin supporten wollt, damit das Ganze hier noch viel, viel größer wird, schaut auch gerne bei ESN vorbei mit dem Code NOTIME. Kriegt ihr maximalen Rabatt und könnt mich damit auch supporten. Wir starten direkt los ins Interview und ja, würde sagen, let's go. Ja, herzlich willkommen, liebe Kampfsportfreunde. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht alleine. Ich habe es tatsächlich geschafft, Alex Pereira für ein Interview einzuladen. Erstmal danke euch beiden für die Zeit. Merle und Alex, ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das Ganze wird auf Deutsch stattfinden. Dann starten wir doch mal gerne rein. Erstmal Alex, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Du hast auch bald einen Kampf anstehen. Wie läuft die Vorbereitung bei dir? Alex, in primer lugar, muito obrigado que você tomou o tempo para estar aqui, para fazer a entrevista com ele. Como está? Como vai? Tudo bem? Como vai a sua preparação? Tem uma luta já, logo. Bom, preparação tá 100%, né? Vai ser em outra categoria, vai ser na categoria dos meio pesado, onde estou me sentindo muito bem e estou me preparando para fazer o melhor. Die Vorbereitungen laufen super. Es ist eine neue Kategorie jetzt, ne? Halbschwergewicht und er ist in voller Vorbereitung und bisher läuft alles nach Plan. Sehr nice, ja. Lass uns gleich auf jeden Fall über deinen anstehenden Fight sprechen. Gerne jetzt erstmal über die eine Woche, die du mit Sean Strickland trainiert hast. Ja, es ist ein ehemaliger Gegner von dir, den du ausknocken konntest. Du hattest schon bei mir auf YouTube gesagt, er hätte die Courage, zu dir zu kommen nach Connecticut ins, ich glaube, Gym von Glover Teixeira. Da habt ihr jetzt eine Woche zusammen trainiert. Wie war das Training für dich? Und ja, was hältst du von Sean Strickland als Person? Depois vamos a falar sobre a luta que você vai ter com Jan Blankovic, mas em primeiro lugar ele quer falar sobre a semana com Sean Strickland. Como foi essa semana para você? Sean Strickland chegou aqui a Connecticut a treinar na Academia de Glover. Como foi essa semana? Como foi o treino com Sean Strickland? Bom, começou, né? Depois que eu tinha feito um convite para ele, foi na minha luta contra o Adesanya, e eu fiz um convite pro Sean Strickland, se ele não queria vir, pô, me ajudar nos treinos. E ele falou que viria, mas só que, pô, acho que a vida dele tá muito corrida também, e aí ele não veio, mas para essa luta ele mandou uma mensagem e falou, pô, queria passar uma semana aí. E eu falei, pô, é só encostar. Sie haben bereits schon nach dem Kampf von Adesanya gesprochen, ob Sean Strickland nicht hierher kommen möchte. Alex hatte ihm eine Nachricht gesendet, hat gesagt, hey Bro, es wäre cool, wenn du mal zum Training einfach ja, eine Zeit lang hier bleiben würdest. Sean Strickland hat direkt zugesagt, hat gesagt, er wird kommen. Das Ganze hat sich jetzt aber etwas verzögert und ja, hat bis jetzt gedauert. Und für den Fight jetzt, für den anstehenden Fight von Sean, aber auch für den Fight von Alex, hat er entschlossen zu kommen und war jetzt eben eine Woche hier. Eu diria que foi uma semana muito produtiva, né? Eu passei algumas coisas pro Shane Strickland, ele me passou outras coisas. Ele me passou mais na parte de grappling, né? Na parte de jiu-jitsu, que é um cara que, assim, me surpreendeu, né? Porque a gente fez uns treinos, pô, muito bons, duros. E, pô, eu vi o quanto que ele sabe, né, da arte, né? O quanto ele sabe jiu-jitsu, pô, sabe colocar para baixo, um cara que levanta bem. Então foi um treinaço. Es war eine sehr, sehr produktive Woche. Sean Strickland hat ihm einige Sachen gezeigt. Alex hat Sean einige Sachen gezeigt.
Ja, Sean hat vor allem sich ja, auf die Groundwork so konzentriert, also was Jiu-Jitsu angeht, Grappling angeht, Wrestling angeht, hat da Alex einige Sachen gezeigt. Und Alex hat ihm vor allem im Striking weitergeholfen. Die beiden haben hart trainiert, hartes Sparring gemacht und es war eine sehr, sehr produktive Woche. Ja, Sean Strickland hat nächste Woche sein Main Event gegen Abus Magomedov. Das ist ein Fighter, den sehr, sehr viele aus Deutschland als potenziellen Titelanwärter sehen und jetzt halt die Möglichkeit bekommen hat für ein Main Event gegen einen Sean Strickland. Du hast jetzt aus nächster Nähe mit einem Sean Strickland trainiert. Wie siehst du diesen Fight ablaufen und ja, was machst du dir aus diesem Kampf für, ich sag mal, das Titelbild im Mittelgewicht? Sean Strickland va a luchar la próxima semana contra un luchador alemán, Abus Magomedov. Para muchos alemanes, Abus Magomedov es una cara que podría ser un campeón luego. ¿Qué você acha de esa lucha? ¿Qué você acha de Sean en esa lucha la próxima semana? Bom, eu sei que, pô, ele tem os fãs dele, né? Pô, pessoal, principalmente da Alemanha, né? Que eu vejo que gosta muito dele. Mas falando assim como profissional mesmo, eu não vejo ele com todo esse talento, né? Porque depois, mais pra frente, eu vou falar, né, sobre o recorde dele, né? Mas assim, eu sinceramente eu não acho que ele vai vingar dentro do UFC, dentro da organização. Eu acho que ele não passa do Sean Strickland. Pode ser que passe, mas, cara, eu não vejo isso acontecendo. Er weiß, dass ja, Abus ein Fighter ist, ne, der vor allem in Deutschland viele Fans hat. Und er muss persönlich sagen, dass er in Abus kein großes Talent sieht. Er wird später nochmal genau darauf eingehen, warum er das so sieht und begründen. Und er denkt, dass er in der UFC keine große Karriere hinlegen wird und es für ihn sehr, sehr schwer wird, Sean Strickland zu besiegen. Ja, du hattest auch unter meinem Video oder Interview mit Abus kommentiert, dass es dort eine Story gab, als du in Deutschland warst, als du auch in Düsseldorf warst und dann mit einem Kerim Engizek Sparring gemacht hast, dass du dann auch ein Sparring oder eine Trainingssession mit einem Abus machen wolltest. Was ist da genau vorgefallen? Weil du mir ja auch gesagt hattest, Abus hat mir anscheinend nicht das Ganze erzählt oder deine Sicht auf jeden Fall. Das interessiert sehr, sehr viel in Deutschland. Was ist da genau vorgefallen aus deiner Sicht? Você comentó el video en el canal de YouTube de No Time MMA, de él, y faló que você fue a Alemania y aconteció algo con Abus que ya, él no quiso hacer sparring con você. Cuando você fez sparring con Kerim Engizek, con otro luchador alemán. Muchos en Alemania se están preguntando qué aconteció ahí, porque você también faló a él que. Parece que Abus não contou toda a verdade, então podes contar o que aconteceu na Alemanha. Sim, realmente ele só contou a versão dele, né? Ele só contou o que ele quis, né, falar. Então, eu tive dois momentos na Alemanha, né? Primeiro momento foi assim: eu cheguei na Alemanha e o pessoal da academia estava programando um sparring. E eu falei: eu fui convidado e eu falei: ok, vou. Eu falei: convida pessoas que podem participar do sparring. Então, aí deram o nome lá do Kerem e do Abus também. Aí, pô, o Kerem veio, mas o Abus não veio, né? Porque ele falou que deu uma desculpa assim, tinha um plano com o médico, algo do tipo. E é ok, né? E para mim tava normal, porque, pô, eu cheguei de última hora, então não deu para ele, não tinha uma programação. Aí, ok. Ich war in Deutschland und ja, es war alles sehr spontan. Ich habe mit einigen ja, Bekannten von mir gesprochen, ob sie mir ein Sparring organisieren können in Deutschland, damit ich ein bisschen trainieren kann. Und ja, da sind einige Namen gefallen, wie zum Beispiel Kerim oder auch Abus. Und letztendlich, Kerim zum Beispiel hatte fürs Sparring zugesagt. Einige von euch hatten das ja auch gesehen. Er hatte einige Sachen gepostet. Und Abus hatte zu diesem Zeitpunkt gesagt, dass er nicht kann, weil er Arzttermine hat.
Und für mich war das normal. Ja, klar, es ist sehr spontan alles gewesen, ne? Da kann es natürlich passieren, dass jemand keine Zeit hat. Na segunda vez, como eu já sabia qual era a programação, eu pedi para o pessoal entrar em contato, né, com os lutadores antecipadamente para mim ter pessoas para treinar. Então, mais ou menos uns 10 dias antes, foi enviado mensagem para ele. Ele ficou assim meio que surpreso, né? E falou: Ah, eu vou ver, não sei. Ficou indeciso ali, né? E falou: Talvez eu vou estar em preparação. E aí falaram para ele assim: Ah, ok. Quando você souber, você me avisa. Quando deu 5 minutos, ele retornou: Ah, ok. Não dá para mim participar desse sparring porque eu vou ter uma preparação. Eu vou estar em preparação. E aí não deu para entender, porque quando a gente está numa preparação, no acampamento, no camp, o sparring faz parte, entendeu? Ainda mais do nível, né? Que ele tá dentro da organização, seria bom para ele. E aí eu, pô, falei, pô, tá com medo. Eu já imaginei de cara que tava com medo. Mas depois que eu saí da Alemanha, muitas pessoas depois me escreveram e aí descobriram o porquê, né? Que falaram que ele realmente estava com medo. Ele deve ter comentado com outras pessoas e pessoas próximas me contou que ele não quis porque ele estava cagado. Das zweite Mal, als ich nach Deutschland kam, war die Geschichte etwas anders, weil ich wusste, dass ich nach Deutschland reisen werde und ich wollte natürlich auch wieder trainieren und habe mit ja ungefähr 10 Tage, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, den Leuten Bescheid gesagt, habe gesagt, bitte organisiert mir jemand, damit ich Sparring machen kann. Daraufhin haben die Leute unter anderem auch einem Abus Magomedov geschrieben. Und er hatte geantwortet, ja, wenn ich nicht in Vorbereitung bin, dann können wir Sparring machen. Ich hatte gesagt, okay, kein Problem, dann sag mir einfach Bescheid. 5 Minuten später schrieb er mir dann, nee, nee, ich kann nicht, weil ich werde in Vorbereitung sein. Also habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Du hast mir vor 5 Minuten geschrieben, ich werde schauen, ob ich in Vorbereitung bin, in Kampfvorbereitung. Und 5 Minuten später änderst du deine Meinung und sagst, nee, nee, ich bin in Vorbereitung. Also in diesen 5 Minuten hast du dann die Nachricht bekommen, dass du einen Fight anstehen hast. Wie kann das sein? Da war mir schon klar, okay, der Typ will nicht, der will nicht kämpfen, der will nicht ins Sparring gehen. Und abgesehen davon ist es so, wenn man in einer Kampfvorbereitung ist, gerade dann macht Sparring absolut Sinn. Und dementsprechend hat diese Ausrede für mich keinen Sinn gemacht. Und als ich Deutschland verlassen habe, als ich zurückgereist bin in die USA, habe ich von ja, vielen Bekannten von mir, von einigen Bekannten von mir in Deutschland mitbekommen, dass ja, Abus kommentiert hat, dass er kein Sparring machen wollte. Unter anderem, weil Kerim ihm auch erzählt hatte, Junge, das ist ein hartes Sparring, da kassiert man ordentlich. Ja, viele sind auch jetzt der Theorie nachgegangen, dass es möglicherweise für Abus aus seiner Sicht, sage ich mal, nicht klug gewesen wäre, Sparring zu machen, weil ein Sean Strickland ja auch, also wenn man das Ganze jetzt im großen Ganzen betrachtet, jetzt ja sein Gegner ist und ihr sogar beide miteinander trainiert habt. Aber also es klingt wirklich extrem interessant. Hast du denn sonst irgendwelche Berührungspunkte mit deinem Abus im Nachgang noch gehabt? Also ich meine, in meinem Interview hat Abus gesagt, dass er auf jeden Fall die Mittel und Zwecke hat, um beispielsweise in Adesanya und dich zu besiegen. Was machst du dir aus diesen Aussagen? Muchas personas comentaron que él por estrategia no quiso hacer sparring con você porque você podría ser un oponente en el futuro. Entonces, él no quiso mostrar mucho del juego de él. ¿Qué você piensa sobre eso? Y también tenía otras cosas que você tenía como un contacto con Abus. Por ejemplo, en la entrevista con No Time MMA. Abus comentó que él podría ganar fácilmente contra Adesanya y contra você. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho muito difícil um cara desse ganhar de mim. Pô, ganhar do Adesanya, não tô aqui para defender o Adesanya, mas pô, a gente tá falando de dois campeões. Esse cara fez uma luta no UFC. Eu vou mostrar aqui para vocês. Você quer traduzir isso primeiro? Ah, ich werde das erste kurz übersetzen, bevor er euch einige Sachen zeigen wird. Er sagt, ganz ehrlich, Abus hat einen Kampf in der UFC, einen Kampf,
und er spricht über zwei Champions. Alex sagt, ich bin nicht hier, um Adesanya zu verteidigen, aber Adesanya ist ein Champion und ich bin ein Champion. Und er wird euch hier jetzt einige Sachen zeigen, die seine Aussage ja, begründen. Okay. Olha só, eu separei alguns prints aqui de lutadores que ele enfrentou. Eu não acho, sabe, legal o que ele fez, né? Ich habe hier einige Fotos für euch vorbereitet, einfach weil ich ja, zeigen will, was die Wahrheit ist. Ich spreche hier Fakten. Okay. Und ich denke, dass das nicht cool ist, was er macht. Ja? É importante as pessoas saber, porque assim, vê lá o cara com 25 lutas, tantas vitórias e não vai atrás, sabe? Mas eu tô aqui para mostrar isso. Die Leute sehen einen Rekord von 25 Kämpfen, davon 14 mit Knockout. Wow, was ein toller Fighter. Ich habe mir das Ganze mal im Detail angeguckt, weil es mich interessiert hat und ich werde euch das jetzt hier mal zeigen. Pelo recorde dele, com as pessoas que ele lutou, ele não podia nem lutar com o Sean Strickland. Eu não daria essa luta, né? Porque para ele é muito bom, porque se ganhar na sorte, porra, ganhou de um cara bom, porque o Sean Strickland é muito bom, entendeu? Mas cara nem devia estar falando de mim e nem devia estar falando de Adesanya. Porque quem que é esse cara? Mit dem Kämpfen, die gemacht hat, hätte niemals einen Kampf mit Sean Strickland verdient, weil Sean Strickland ist ein guter Kämpfer. Und vor allem dürfte niemals über mich oder über Adesanya sprechen. Ó, esse aqui, primeiro, né? São 18 lutas, 18 vitórias e 22 derrotas. 18-22. Tem mais esse aqui. 14-9. Aqui, ah, tá aqui. 14-9. 10-7, tá aqui, ó. 107. Aqui pode falar. 10-7. Deixa eu dar risada. 37. Er muss sogar lachen, sagt er, weil es ist so. Ai, cara. So peinlich. Okay. 42-37. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Er sagt, das ist Betrug. Boa. Ok. 19-39. 1939. Ah, isso aqui já, isso já é um crime. Und er sagt das hier, ja, ist ein Verbrechen. Oh. Boah. Boah, Sacanagem. Er sagt, das macht einen wütend. Boah, Sacanagem. Er sagt, er hat hier jetzt... Esse cara, ele tinha que, sabe, esquecer de mim, esquecer do Adesanya, sabe? Ele viu como é que funciona. Eu tô falando pra você, eu não vejo o Sean Strickland, tipo, perdendo pra esse cara. Er sagt, dieser Typ soll wirklich mich und Adesanya komplett vergessen. Und ich sag euch ehrlich, ich glaube nicht, dass er gegen Sean Strickland gewinnen wird. Veja o recorde desse cara, veja o recorde desse cara, vê onde ele lutou. Porra, olha o recorde dele. Quando ele foi lutar no PFL, vê o que acontece, né? Tomou um puta de um nocaute. É assim, essa é a realidade. Ich sehe den Rekord von ihm und ich sehe die Kämpfe, die er gemacht hat und vor allem auch, wo er gekämpft hat, auf sehr, sehr kleinen Events. Dann ist er in die PFL und was ist passiert? Er wurde brutal ausgenockt. Eu, né, não gosto de falar muito de mim, né? Pô, não gosto, mas, pô, campeão duplo do Glory, né? O último, né, no meio pesado, pô, o campeão que tava defendendo o cinturão pela quinta vez. Porra, eu ganhei dele, né? O Adesanya vinha batendo em todo mundo, porra, defendeu seu cinturão pela quinta vez, eu fui lá e ganhei do cara. E cara desse tem coragem de abrir a boca pra falar meu nome. Ich mag es nicht, groß über mich zu reden. Ich bin nicht der Typ, der groß irgendwie über mich redet, aber ich bin Doppel-Champion in Glory. Ich habe meinen Halbschwergewichtstitel in Glory 5-mal verteidigt, erfolgreich. Danach habe ich Adesanya besiegt, jemand, der alle im Ranking in der im Mittelgewicht in der UFC besiegt hat. Und dann kommt so jemand, den niemand kennt, und spricht über mich und über Adesanya. Bom, ele
A sacanagem que ele fez. A sacanagem que ele fez. Ele assistiu a luta, né? Viu o resultado da luta, da minha última luta. Viu a forma que aconteceu. E aí passou 2 dias, ele fez um vídeo como se fosse ao vivo, né? Enganando as pessoas, os fãs dele, né? As pessoas que seguem ele. Enganando, né? E falando, pô, pra mim, o Adesanya ganhou o primeiro round, porque ele viu os comentaristas falando e tal, viu já a pontuação. Aí no segundo round, ele ficou, perdeu muito peso, pô, vai tomar uma porrada ali, e se tomar uma porrada já era. Aí, pô, tomei a porrada, ele fala, tá vendo? Não falei? Não falei. Ele, tipo, sendo falso com os próprios fãs. Und ich sage euch ehrlich, es macht einen schon ein bisschen wütend, was er auch mit seinem Reaction-Video über meinen letzten Kampf mit Adesanya gemacht hat. Er hat so getan, als hätte er den Kampf das erste Mal gesehen, hat darauf dann quasi live reagiert, hat aber natürlich den Kampf schon vorher gesehen, weil er hat das Video 2, 3 Tage nach meinem Kampf erst veröffentlicht und hat dann in dem Reaction-Video gesagt: Oh, die erste Runde, ja, die geht an Adesanya. Klar, weil die Kommentatoren das auch gesagt haben. Danach, in der zweiten Runde, sagt er: Oh, ja, Alex verliert immer so viel Gewicht. Er wird bestimmt jetzt gleich einen Schlag kriegen und K.O. gehen. Bäm, seht ihr? Jetzt kriegt er einen Schlag und ist K.O. gegangen. Ich hab's euch gesagt. Es ist traurig, dass er seine eigenen Fans damit betrügt und sagt, er hat dieses Video das erste Mal gesehen, weil er hat das Video nicht zum ersten Mal gesehen, weil dieser Typ hat keine Ahnung von Kämpfen. Okay, ja. Quando eu cheguei na Alemanha, né, e perguntei, né, a primeira vez, quem pode participar desse sparring, né? Aí deram os nomes, tal. Eu falei, pô, mas quem é esse cara aqui que até então eu não conhecia? Quem é esse cara? Não, é um cara bacana aí, pô, e tal. É um cara humilde. E aí eu falei, ok, então vamos convidar esse cara, né? Mas não foi no sparring, né? Com medo, tal. Ok, mas aonde está a humildade desse cara, né? Eu bati no. Eu ganhei do Adesanya, né? Um cara que defendeu o cinturão por 5 vezes, né? A história que eu tenho desde o Glory, né? E o cara pegar e fazer tudo isso, falar, né? Um desrespeito, né? Cadê a humildade desse cara? Então, assim, eu não acredito que ele é um cara humilde, né? Ele se faz por humilde. Als ich in Deutschland war, habe ich meine Bekannten dort gefragt: Ey Leute, wen gibt es denn, mit wem ich Sparring machen kann? Ne? Und sie haben mir einige Namen genannt und ich habe gefragt: ah, okay, wer sind die Typen? Wer ist das? Und sie haben zum Beispiel gesagt: Wie sind die drauf? Und die ganzen Leute haben alle kommentiert: Nein, Abus zum Beispiel ist ein ganz, ganz lieber, ist absolut bodenständig, mit dem kannst du auf jeden Fall Sparring machen, den werden wir anfragen, ist ein ganz bodenständiger Typ. Und ich habe gedacht: Cool, bodenständig mag ich, weil ich bin auch bodenständig. Und jetzt frage ich mich im Nachhinein, wo ist Abus denn bodenständig, wenn er sich traut, mich so zu disrespektieren, ne? Mir keinen Respekt zu gebühren für die ganze Geschichte, die ich habe, meinen Weg durch Glory und Adesanya zu besiegen, jemand, den niemand besiegt hat in der UFC, der 5-mal seinen Titel verteidigt hat. Wo ist er bodenständig, wenn er mich nicht respektiert? Ja, ich denke, das sind auf jeden Fall sehr, sehr klare Worte von dir, Alex. Respektiere ich sehr deine Meinung. Ich denke, deine Erfolge, die du alle erreicht hast in der UFC oder sei es auch bei Glory und vor allem ich sag mal, diese kurzfristige Timeline, in der du es geschafft hast, wirklich von einem Unranked Fighter zum UFC Champion zu werden und dann noch an Adesanya zu entthronen, das kann dir keiner jemals wegnehmen. Und ich kann dir sagen, dass du in Deutschland im Allgemeinen auch sehr, sehr für diese Leistung geschätzt und respektiert wirst und du sehr, sehr viele Fans hier hast. Wenn wir jetzt nochmal die ganze Sache mit Israel Adesanya Revue passieren lassen. Ja, nach dem Kampf hat Adesanya einen Jubel gemacht, der sehr, sehr kontrovers war. Erstmal der Jubel auf dich, nachdem das Ergebnis unglücklich für dich ausgegangen ist. Plus danach hat er noch eine sehr, sehr kontroverse Aktion mit deinem Sohn gemacht, was viele kritisiert haben. Was denkst du über das Ganze? Was kannst du jetzt nochmal vielleicht im Nachgang sagen? Weil du ja auch, ich hatte dein Video gesehen, das ihr beide nach dem Kampf auch gemacht hattet, wo du ihm diese Frage auch gestellt hattest. Und er auch dann gesagt hat, ey, wenn Adesanya jetzt weiter Trash-Talk macht und alles drum und dran, dann kann ich auch gerne wieder runter ans Mittelgewicht gehen und wir können die Trilogie machen, gar kein Problem.
Hatte er bis jetzt denn diese Grenze, ich sag mal, überschritten oder wie ist das für dich? Sorry, es war eine sehr lange Frage. In primo luogo, lei pensa che você falou muitas coisas certas, falou palavras certas e corretas, muito verdadeiros, muito honestos. E ele te quer avisar que você tem muitos fãs na Alemanha, muitas pessoas que respeitam muito sua história e sabem da história. Você bateu uma cara, Adesanya, né, que ninguém bateu, e seu caminho foi muito rápido na UFC. E por isso, muitos alemães te dão muito respeito e respeitam muito sua história. Mas falando sobre a última luta de Adesanya, como para você foi o comportamento de Adesanya com seu filho, né? Em geral, o comportamento, mas também com essa coisa que fez com seu filho. E também você falou em uma entrevista em seu canal de YouTube sobre que você poderia baixar a categoria de peso meio se a Adesanya sigue falando mal de você. E poderia acontecer uma terceira luta. Como? O que você acha? Antes de responder, eu sei que pessoas que gostam, né, desse cara vão, não vai gostar, né, do que eu tô falando, mas o que eu tô falando é a verdade, né? E pois pessoas podem discordar, entendeu? Eu sinceramente, eu não vejo esse cara ganhando do Sean Strickland. O Sean Strickland é um cara, pô, perigoso, é um cara que, pô, não se entrega. É um cara que tem uma experiência de lutar cinco rounds, com atletas duro. Esse cara aí, se você pegar o recorde dele, é tudo nocaute no primeiro round, sabe? A maioria, não estou desrespeitando ninguém, até os números falam. A maioria não são lutadores. Bevor ich auf deine Frage antworte, möchte ich ganz kurz das Thema abschließen, über das wir vorher gesprochen haben. Ich möchte einfach nochmal klar sagen, ich bin überzeugt davon, viele ja, mögen Abusmagomedov, ne, viele deutsche Fans und so weiter mögen ihn sehr und werden vielleicht auch nicht einverstanden sein mit den Sachen, die ich hier sage. Aber ich sage die Wahrheit und ich zeige euch einfach nur Nummern, ja, die man auf Sherdog im Internet finden kann. Jeder kann danach suchen. Jeder kann sich die Sachen anschauen im Internet. Und das ist einfach die Wahrheit, die ich sage. Ich möchte hier niemand keinen Respekt zollen oder so, sondern ich spreche einfach über Nummern. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass ein Sean Strickland ein erfahrener Kämpfer ist, der erfahren ist in 5 Runden kämpfen. Wenn man sich den Rekord von Abus anschaut, sieht man, dass er meistens in der ersten, spätestens zweiten Runde mit Knockout gewonnen hat gegen Menschen, die keine Kämpfer sind. Und das möchte ich einfach nochmal klarstellen. Ich weiß, Strickland ist ein gefährlicher und ein erfahrener Kämpfer. Und deswegen glaube ich, dass Sean Strickland gegen ihn gewinnen wird. E quem discorda, eu vou deixar um desafio aqui. Eu acho que eu não posso fazer apostas, né, em casa de aposta, tal, porque eu sou atleta, mas se alguém que quer que discorda, né, e tem a certeza que Abus vai ganhar, eu coloco um valor, sei lá, eu aposto o valor da bolsa dele, aposto o valor da bolsa dele que ele não ganha, né? E outra, não me procura para apostar. Se alguém quiser mandar mensagem para você, se você quiser passar para mim, eu faço uma aposta só, né? Todo mundo quer apostar e eu vou apostar. Não. De repente, Abus mesmo quer dobrar o dinheiro dele e falar assim: eu tenho certeza que eu ganho, vou apostar com esse cara. Aí a gente deposita o dinheiro na conta de um advogado, né? E aí, se eu ganhar esse dinheiro, que eu posso perder também, não é 100%, mas se eu ganhar esse dinheiro, eu vou fazer uma doação para crianças carentes no Brasil. Con il monto della bolsa dele. È un lucro. Ja, il Con il mio lucro. salario, ja? Il salario dele. Okay, und er sagt jetzt nochmal, um das Ganze nochmal zu verstärken, seine Meinung zu verstärken, etwas, was du bestimmt sehr lustig finden würdest und sehr amüsant und die Fans wahrscheinlich auch. Er sagt, er geht sogar so weit, er hat kein Problem, eine Summe festzulegen. Wenn es irgendjemand gibt in Deutschland, der sagt, oh ja, ich habe Lust, hier mitzumachen, vielleicht sogar Abus. Wir können eine Summe festlegen, gerne auch das Gehalt von Abus, das er von der UFC bekommt für diesen Kampf. Das Ganze wird auf ein Konto gelegt. Und wenn Sean Strickland gewinnt,
wird Alex diese Summe an Kinder in Nöten in Brasilien spenden. Weil er ist sich so sicher der ganzen Sache. Er kann leider nicht bei Wetthäusern wetten, weil er Kämpfer ist. Ja. Aber er hat kein Problem, die Summe, die Abus von der UFC bekommt, auf ein Konto zu hinterlegen und zu sagen, Sean Strickland gewinnt. Also wenn es irgendjemand gibt, kann er sich gerne bei dir melden, weil Alex sieht seine Nachrichten nicht. Ja. Er kann sich gerne bei NoTime MMA melden. Wenn jemand Lust hat, gegen Alex zu wetten, kann er das gerne tun. Okay, also Alex setzt sozusagen die Kampfgage von Abus Magomedov ebenfalls in einen Pot und wettet darauf, dass ein Strickland gewinnt, ja? Richtig. Alles klar. Ihr habt es gehört. Ihr habt es gehört, Freunde. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Ansage. Das zeigt uns, dass Alex auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt von seiner Prognose ist, dass Strickland ein anderes Level als ein Abus ist. Und ich, wie viele auch, sind natürlich sehr, sehr gespannt auf diesen Kampf. Dann, ich denke, das ist ein guter Satz, um das Thema zuzumachen. Und wie gesagt, e não é assim falar que aceita a posse, entendeu? Porque é assim, esse cara vai fazer vídeo, eu aceito. Aceita? Então, vamos colocar na conta de advogado com o contrato fechado e tá tudo certo, entendeu? Eu deposito a minha parte, ele prova o quanto ele ganha, e eu deposito a minha parte, ele deposita a parte dele na conta de advogado, e eu ganhando o lucro, né? Eu vou doar para crianças carentes. Und keine Spielchen, né? Von wegen, jemand macht jetzt ein Video und sagt, ah ja, okay, ich akzeptiere das. Nee, nee. Ich nehme das Geld, die Kampfgage. Er nimmt die Kampfgage. Wir legen das Ganze auf ein Konto. Das Ganze wird vertraglich festgehalten und das Ganze wird gespendet, wenn Sean Strickland gewinnt. Ihr habt's gehört. Eben. An alle möglichen Leute aus Deutschland, wenn ihr Interesse daran habt und davon überzeugt seid, dass auf der anderen Seite Abus den Kampf gewinnt. Alex ist im Pott, Alex macht mit und das Ganze wird für einen wohltätigen Zweck gespendet. Also vielleicht sind ja ein, zwei Begeisterte wirklich da, die es ernst meinen. Ihr könnt mich gerne kontaktieren und dann können wir das Ganze auf jeden Fall angehen. Er fala que para todo el casual en Alemania, si tiene alguien que realmente acha que Abus va a ganar, puede colocar el dinero y puede contactar a él y la doación va a ir a crianças si Strickland gana. Perfect. Perfect, okay. Alles klar.